Zellen, Höhlen. Zellen, Höhlen. Wie kann ich einholen, was ich überholt habe? Muss ich zurück? Wo ist vorne, wo hinten? Ich dachte, ich sei vorweg. Jetzt muss ich hinterher, nachkommen. Wandern, wandeln ist ein Wenden, Wechseln, sich unterwegs verändern. Fahren, erfahren. Von Afrika nach Afrika. Die Geschichte der Menschheit und der Wissenschaft macht Kehrtwendungen. Die Grabungen sind Etappen des Wanderns und Irrens, verraten die Fortschritte der Menschheit und der Forschung. Alles wandelt sich. Alle wandern, die Menschen etwas mehr. Das Fett der Membrane schützt das Innere der Zelle. Wo ist ihr Kern, das Wesentliche, Feste, Bleibende, wo das Nebensächliche, Zufällige, Beiläufige, Flüssige? Die einfachsten einzelligen Lebewesen, die Protoktisten, brauchen keinen Kern. Alles ist wesentlich. Die Zufälle der Funde, die Einfälle der Namen, Neander, El Greco, Denny. Die Substanz und die Akzidenz lösen sich in Ereignisse und ihre Geschichten auf. In der Zellflüssigkeit, Zytoplasma, um den Zellkern herum befinden sich Mitochondrien. Sie beatmen die Zelle. Es sind Bakterien, die sich die Zelle einverleibt hat. Das Bakterion wandert als Wanderstab mit der Zelle durch ihre Teilungen hindurch weiter. Ein innerer Begleiter, Mitesser. Nützlich gewordener Parasit, Symbiont, wie der anhänglich gewordene Wolf im Haus. Zytoplasma ist das Gebilde, Plasma, um den Zellkern herum, Höhlung, Wölbung, Bauch, Kytos. Zellhöhle, sagt Theodor Schwann. Das Christentum balanciert zwischen Exodus und Inkarnation, Weltflucht und Lebensfreude. Die Erde ist den Christen weniger Heimat als Asyl, vorübergehende Bleibe, Aufenthalt in einem Vorüber, Vorbei und darüber hinausgehen. Die Bleibe ist nur vorübergehend in Ordnung zu halten und auszuhalten. Das Zusammenleben schwierig, oft schrecklich, untereinander und mit den anderen Lebewesen. Im Neandertal und in der Denisova-Höhle kommen die modernen Menschen mit den Alten zusammen. Ihnen allen steckt das Wandern durch Wüsten und Meere in den Knochen. Eine Unruhe, ein Weg und Weitergehen wollen aus jeder Bleibe heraus. Wohin? Auch der Weltraum ist nur eine Höhle.